Also wir haben ein Problem, dass wir die historischen Tatsachen, die Menschen, die hier sind, verschieden beurteilen, was ja an sich nichts Schlimmes das ist. Das sind nicht historische Tatsachen, die Herr Lummer gerade aufgeführt hat. Die historischen Tatsachen die verschieden beurteilen, habe ich gesagt. Uns nicht zu entlassen, denn wir waren nicht ihre Gefangenen, wir waren freiwillige Verbündete. Wir waren freiwillige Verbündete mit der Sowjetunion. Also, viele Wortmeldungen aus dem Publikum. Da drüben, der Herr war dran. Sie kommen auch dran. Sie kommen auch. Gut, dann fangen wir bei Ihnen gleich an. Und dann zu Ihnen. Ich kann Sie nicht mal sehen, weil ich in den Rücken ziehe. Ja. Dort. Entschuldigung. Also, Herr Schnitzler, ich denke, Sie jagen einer Fiktion nach. Das fängt schon mit dem Begriff der Arbeiterklasse an. Ich kann Ihnen aus meiner Familiengeschichte auch erzählen. Ich habe meinen Vater in Plötzensee verloren. Und ich weiß auch, was Faschismus ist. Aber das rechtfertigt nicht die Verbrechen, die im Namen des Kommunismus begangen worden sind. Und das rechtfertigt keine Gulags und das rechtfertigt nicht, dass politisch Andersdenkende verfolgt wurden und dass eine Mauer gebaut wurde, um sie an einer Flucht in die Freiheit zu hindern. Ja? Und das alles haben Sie nicht begriffen. Ja? Dass Sie, obwohl ich gestehe, es wird wohl so sein, dass Sie sich gegen den Nationalsozialismus und seine Diktatur gewandt haben, dann nicht erkannt haben, dass das, was danach gekommen ist, eine ebensolche Diktatur gewesen ist. Gleich geht's da weiter. Sie hängen einer ganz alten Ideologie an. Der Totalitarismusdoktrin. Die Totalitarismusdoktrin ist heute die Erklärung für sehr viel. Und die ist falsch. Nee, die ist richtig. Die Totalitarismusdoktrin ist ein Irrsinn. Hitler hat einen Schnurrbart, Stalin hat einen Schnurrbart, also ist Rot gleich Braun. Ja, so primitiv argumentieren Sie, wenn man das reduziert. So reduzieren Sie aber. Wenn Sie weiter nichts dagegen einzuwenden haben, als Schnurrbärte war, also dann sind Sie am Ende. Also ich erweitere die Frage, Herr von Schnitzer. Es ist so, dass viele Leute sagen, Sie sind in Ihrer Argumentation sehr kühl, sehr berechnet, aber absolut emotionslos. Sie sind uninteressiert an den Menschen und ihren Schicksalen. Würden Sie das teilen? Ganz im Gegenteil. Heute ist die Rede von der neuen Mitte. Herr Kohl hat sich an die neue Mitte gewandt. Herr Schröder hat sich an die neue Mitte gewandt. Und in der Mitte steht in Wirklichkeit nichts anderes als Monopol und Profit. Das ist die neue Mitte. Das ist die uralte Mitte. Bei uns gab es auch eine Mitte. Im Mittelpunkt stand nämlich der Mensch. Was wir getan haben, haben wir für den Menschen getan. Auch wenn wir mal Unrecht getan haben sollten, ist das zum Grunde gewesen für den Menschen, sollte es sein. Ist es dann nicht gewesen, zugegeben. Gebe ich ja alles zu. Also die Leute, die in Gefängnissen gesessen haben, Sie sagen jetzt eben, Herr von Schnitzer hat eben gesagt, das war das erste Mal, glaube ich, er gibt zu, dass es da Fehler gegeben hat. Also gab es Fehler in dieser Richtung, Menschen zu inhaftieren? In dieser Sendung, meine ich. Ich habe es schon mehrfach gesagt, Sie müssen aufpassen ein bisschen mehr, wenn Sie so eine Sendung leiten wollen. Ich bin nicht gekränkt. Ich finde, Sie machen einen sehr eitlen Eindruck und schon noch den Eindruck, als macht es Ihnen Spaß hier. Das soll es ja auch. Aber ich würde gerne, nein, dass Sie die Frage beantworten. Nein, es macht mir nicht Spaß. Ich halte es für traurig, wenn so viele ernstzunehmende Menschen derartig verbittert sind und derartig verblendet sind. Ich habe das Wort verblödet habe ich unterdrückt eben. Also tun Sie mir den Gefallen, antworten Sie auf die Frage. War das falsch? Kann ja sein, wir haben es nicht verstanden. Wenn Sie es nochmal sagen, verstehen wir es umso besser. Ist es so, dass Menschen, die in DDR-Gefängnissen gesessen haben, dass Sie jetzt sagen, da sind Dinge falsch gelaufen, die Sie nicht in Ordnung finden? Das muss man doch differenzieren. Sie wollen doch nicht sagen, dass in Bautzen nur Unschuldige gesessen haben. In jedem Staat kommt auch Unrecht vor. In jedem Staat der Welt. Ich habe nicht von ungefähr auf die Opfer des Kalten Krieges hingewiesen, die mehr fahren, dass einer nicht Lokomotive fahren durfte, sondern Berufsverbot bekam, weil er Kommunist war. Oder dass eine Frau, die nicht Mitglied der DKP war, ins Gefängnis wanderte, weil sie Kinderferien in der DDR organisiert hat. Das nennen Sie Freiheit, ja? Es geht weiter mit dem Publikum, Sie kommen auch dran, aber bitte die Herren mit dem Mikro. Ja, meine Damen und Herren, so wie Karl Ehlert von Schnitzler es sieht mit dem Mauerbau, ich sage es ganz ehrlich, habe ich 1961 auch gesehen. Ich war begeistert dabei, als 1961 die Mauer gebaut wurde. Ich bin nämlich der am Checkpoint Charlie eine dicke weiße Linie über die Straße gezogen hatte. Und man sagte mir, die bösen Menschen im Westen, die bedrohen uns. Mit einer Begeisterung habe ich mitgebaut. Und ich bin wahrscheinlich auch einer derjenigen, der Ihre Sendung sehr engagiert und sehr fleißig gesehen hat. Denn ich war unter anderem auch 15 Jahre Kulturoffizier im Wachregiment beim Ministerium für Staatssicherheit.
Und diese, ihre Sendungen waren für uns Pflichtveranstaltungen, um das aufzunehmen. Aber mir hat sich mehr und mehr die Frage aufgedrängelt, wieso habe ich mit einer hohen Ausbildung mir von Karl Ederl von Schnitzler sagen müssen, wie ich bestimmte Dinge sehen muss? Ich war ja ein erwachsener Mensch. Aber er hat mir gesagt, so und so wird das gezeigt und du musst das jetzt so und so sehen. Und wenn hier über die Mauer geredet wird, Sie wissen, der Jahrestag der Grenztruppen ist der 1. Dezember. Und 1986 wurde bereits der 40. Jahrestag gefeiert. Grundlage war ein Befehl vom 4. Dezember 1946, als nämlich in Dresden, Chemnitz und Bautzen die ersten drei Gefängnisse eingerichtet wurden für illegale Grenzübertreter. Das war Jahrestag der Grenztruppen. 1952 wird die Grenze durch Deutschland geschlossen, ein 5 Kilometer Sicherheitsstreifen wird errichtet. Habe ich nie im Schwarzen Kanal was drüber gehört. Ein Sicherheitsstreifen wird errichtet, die der negative Personen werden zwangsevakuiert. Und das Ministerium für Stasi, dem ich lange angehörte, hat diese Zwangsevakuierungen unter der Tarnbezeichnung Aktion Ungeziefer durchgeführt. Kann man nachlesen in den Dokumentationen. Herr Koch, tun Sie mir einen Gefallen, stellen Sie dann eine konkrete Frage an Herrn von Schnitzler. Ich habe jetzt hier eine Reihe von Dokumenten, wie Karl Ederl von Schnitzler unter anderem bei den Grenztruppen der DDR, sehr gerne im Grenzregiment 42, besonders zu den Weihnachtstagen. Jawohl. Und dort hat er natürlich auch das geredet, was ich am Anfang geglaubt habe. Nur bin ich 1990 in die DDR-Archive gegangen. Und ich konnte das vergleichen, was man mir versuchte mal beizubringen, was ich lange Zeit geglaubt habe. Zweitens mit dem, was man auch zum Beispiel im Haus am Checkpoint Charlie den Menschen der Welt gesagt hat. Aber mit allem Respekt, das ist der Blick von draußen. Und da kann man nicht alles sehen oder will man auch nicht alles sehen. Jetzt kommen wir aber in die geheimen DDR-Archive. Und eine Frage an Sie, Herr Schnitzler, Herr von Schnitzler. Waren Sie einmal in den geheimen DDR-Archiven und haben sich diese geheimen Dokumente angesehen? Kenne ich. Alle? Ich habe ein Archiv aufgebaut. Ich glaube, ja. Und wenn Sie von dem toten Peter Fechter reden, ja, dann hat das eine Vorgeschichte. Und dieser Peter Fechter ist nicht der Erste, sondern das war Günter Liedfien, der getötet wurde. Dann richtig, kam Göring, dann richtig. Kam Huhn, dann kam Fechter, zwischendurch kam Arnstadt. Aber diese Dokumente sprechen... Aber Benno Ohnesorg war vorher, nicht an der Grenze auf dem Kurfürstendamm. Wir reden jetzt über die Mauer. Und Ohnesorg war 68, ja? Und, 66. Herr von Schnitzler, was sagen Sie jetzt zu so einem Mann, der Hagenkoch? Meine Entscheidungen, über, ob ich dafür oder dagegen bin, resultieren aus meinem Wissen. Leider sehr oft, und dazu hat Ihr Schwarzer Kanal beigetragen, das fehlende Wissen. Denn uns war untersagt, die Medien aus dem Westen, sondern gefiltert zu bekommen. Und damit wird sozusagen mir bevormundet, was ich denken, fühlen und wie ich mich entscheiden soll. Darüber sollte man heute nachdenken. Herr von Schnitzler, Hagenkoch hat Ihre Sendung gesehen. Direkt antworten. Und was machen die Medien heute? Und was haben die Medien zu Adenauers Zeiten und zu Schmidts Zeiten gemacht? Haben die ihn nicht voreingeredet, wie sie etwas beurteilen müssen? Ist das nicht der Inhalt der Propaganda überhaupt? Propaganda ist nichts Gutes und nichts Schlechtes. Akte, die das Ministerium für Staatsrechte über mich als Offizier angefertigt hatte. Und eine der schlimmsten Szenen ist darin, dass meine Frau beschuldigt wird, aktiv Westfernsehen gesehen zu haben. Und dafür bin ich disziplinarisch zur Verantwortung gezogen worden. Nur weil ich eine eigene Meinung bilden wollte. In der Bundeswehr war das Empfangen von DDR-Sendern, auch Rundfunksendern, auch verboten. Vom deutschen Sinn. Das ist Quatsch. Ich war in der Bundeswehr. Sie sicherlich nicht. Es ist verboten gewesen. Ich bin Reserveoffizier und ich kann mit Sicherheit sagen, das war nicht verboten. Also für alle, die, weil der Herr kein Mikro hatte. Wann? Ich sag's nochmal, weil sie kein Mikro hatten. Der Herr sagt, er war Reserveoffizier und durfte in der Bundeswehr DDR. Ich war auch 15 Monate in der Bundeswehr, da hat es keinen interessiert. Was man allerdings angeben musste, waren Fahrten in oder durch den kommunistischen Machtbereich. Ich bin bei der Bundeswehr gewesen, zwar in den Jahren 89 und 90. Und ich bin zurzeit Leutnant der Reserve. Und ich kann Ihnen ganz deutlich versichern, dass man zwar Fahrten in die DDR angeben sollte und musste, aber dass das Sehen von DDR-Fernsehen mit Sicherheit nicht verboten war. Wir haben eine Klassenfahrt in die DDR gemacht, damit wir mehr über die DDR kennenlernen. Es ist mir nicht bewusst, dass wir Besucher von anderen Klassen der DDR in der Bundesrepublik hatten. Haben Sie aber wenig gelernt. Ich danke Ihnen für die Wortmeldung. Herr von Schnitzler, ich finde, das ist ein sehr kraftvolles Argument. Ihnen mag das anders gehen. Ich habe damals auch Klassenfahrten hierher gemacht und umgekehrt hätten wir uns auch gefreut. Auf Klassenfahrten, was wird Ihnen denn da gezeigt? Und wie werden Sie denn da vorbereitet, wenn Sie auf so eine Klassenfahrt gehen?
Was wird Ihnen denn gesagt, was Sie denken müssen, was Sie sehen müssen? Das ist Unsinn. Das ist da keine freie Entscheidung gewesen. Was wir sehen mussten, weil wir uns geweigert hatten, die ganze Zeit mit unserer Reiseleiter rumzumarschieren, wurde uns das Essen gestrichen, Jugendtouristhotel Egon Schulz, so lange bis wir uns zum Stasi-Abend also gegangen der, sind. Der Unterschied ist doch, so, die einen, nämlich. So simpel das klingt, die einen konnten, die anderen nicht. Das ist doch ein Riesenunterschied, oder? Wenn man die Situation der DDR von ihrer Gründung an betrachtet, dann muss man zugeben, dass sie von Anfang an bedroht war. Und es wäre eine Affenschande, wenn die Regierung eines solchen Staates, der ständig auf allen Ebenen bedroht wird, nicht entsprechend an den Grenzen und im Innern die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen treffen würde. Sowohl an den Grenzen als auch im Innern. Ich möchte noch einen Satz zu Hagen Koch, der nun sagt, er war Stasi-Offizier und er war ein bekannter Stasi-Offizier, der irgendwann gesagt hat, er wollte das Ganze nicht mehr glauben. Das gibt's. Das sind doch viele. Natürlich gibt's das. Ist er jetzt in Ihren Augen Verräter? Nein, er ist ein Opfer. Ein Opfer von wem? Ein Opfer der Medien. Ein Opfer der Medien heißt ein Opfer der Westmedien. Natürlich. Herr Koch, Sie sind ein Opfer der Westmedien? Nee, ich habe die DDR-Archive gelesen und da war keine Westfernsehkamera dabei. Herr Verschnitzer, ich habe hier zwei Dokumente mit, wie die Mauer aufgebaut wird. Nicht um die Bedrohung vom Westen aufzuhalten, sondern um die Bewegung von Ost nach West zu verhindern. Herr Koch, ohne jetzt visionär also zu sein, ich glaube, Herr Verschnitzer würde mir nicht glauben. DDR-Dokumente, wenn wir Ihrer Logik folgen müssen, müssen wir doch die Leute noch für Verstoß gegen geltendes DDR-Recht vor Gericht stellen. Scharf untersuchter Verstoß gegen geltendes DDR-Recht. Der Kfz-Sperrgramm ist verkehrt rum. Hat viel Geld gekostet, muss man die heute noch vor Gericht holen. Oder die Bundeswehr verklagen wegen Zahlung, weil wir damit die Verteidigungsbereitschaft der Bundesrepublik Deutschland gestärkt haben. Hat der Kerner geschafft, rüberzukommen. Herr Koch, ich schlage vor, Sie übergeben die Argumente nachher. Ich glaube aber, dass Herr von Schnitzer, dass er dennoch bei seiner Meinung bleiben wird. Wollen Sie dazu einen Satz sagen? Danach hat Herr Dr. Wolle das Wort. Ja, dazu würde ich gerne was sagen. Ich habe vorhin gesagt, es gab zwei Gründe für den Mauerbau. Das erste war die Frage des Friedens, der Erhaltung des Friedens. Und das zweite war die Beendigung der Fluchtbewegung. Und Sie werden zugeben, Sie haben selber gesagt, als die Mauer gebaut worden war, haben Sie zuerst mal sich gefreut. Haben Sie gesagt. Ja, und wie ging es denn mit der Wirtschaft weiter? Auf einmal konnten die Gesetze des Sozialismus angewandt werden. Es ging mit der Wirtschaft aufwärts. Und die Mauer hat noch was erreicht. Die Mauer hat erreicht, dass der Adenauer gestürzt wurde. Die Mauer, jawohl, 3-4 Wochen später. Ihr Parteichef, Herr Lummer, war das. Die Mauer hat erreicht, dass das Programm des Weltkapitalismus, das Rollback des Kommunismus, also welcher Welt lebt beerdigt wurde und das übergegangen wurde zur sogenannten neuen Ostpolitik, das heißt zur Umarmung und dabei ein bisschen Erwürgen. Sie sind sofort wieder dran, Herr Lummer. Ich würde gerne noch mal bei dem Herrn bleiben, der in der DDR gelebt hat, der Zeithistoriker war und ist, Dr. Stefan Wolle. Sie machen den Eindruck, dass Sie sagen, Sie wollen so ein bisschen Ruhe, dann ein bisschen sachlich argumentieren. Haben Sie das Gefühl, das funktioniert? Ja, ich bin eigentlich traurig über die ganze Diskussion, weil im Grunde wird es kein Resultat geben auf diese Art und Weise. Aber ich glaube, das ist diese Unfair. Aber Sie haben recht, ich will mich nicht wiederholen. Ich habe mir sagen lassen, Sie lieben das historische Detail. Deswegen, also erste Frage. Sie haben behauptet, Khrushchev hätte die DDR verkaufen wollen. Ja. Meine Frage lautet, haben Sie das damals auch im Schwarzen Kanal gesagt? Nein, ich werde mich hüten. Und warum nicht? Wir haben es ja, hat auch kein Staatschef bei uns gesagt und niemand hat es gesagt. Aber wir haben dank Markus Wolf und der Hauptabteilung Aufklärung gewusst, was Herr Strauß und Herr Achoubey in München auspalavern wollten. Und in Moskau gab es damals, Gott sei Dank, in der Führung auch noch Kommunisten. Deswegen ist das abgelehnt worden, was Khrushchev wollte. Zweite Frage. Sie haben behauptet, und da glaube ich, das ist einer der wenigen Punkte, wo wir übereinstimmen, dass Kennedy sehr gelassen reagiert hat am 13. August. Ob er sich nun gerade von einer Seite auf die andere gedreht hat, das weiß ich nicht, das wissen Sie vielleicht. Auf jeden Fall hat er politisch gelassen reagiert, weil der Mauerbau eine Defensivmaßnahme war. Das waren die drei Essentials, die nicht verletzt worden waren für die Amerikaner. Das wissen Sie alles noch genau. Insofern sind wir uns einig. Aber Sie wärmen diese alten Thesen wieder auf. Die Bundesrepublik hätte damals die DDR überfallen wollen. Glauben Sie im Ernst, die Bundeswehr oder die Adenauer-Regierung hätte ohne amerikanische Zustimmung einen Angriffskrieg führen können? Es gab sicher in den USA Kreise,
in der Regierung Kreise, die zu den Scharfmachern gehören, die dafür waren. Aber jede amerikanische Administration... Kennedy war etwas realistischer, obwohl er den Krieg gegen Kuba angefangen hat, mit der Schweinebuch. Das ist eine andere Geschichte. Dieser Friedensheld. Kuba am Rande. Ist eine andere Geschichte. Er hat den Krieg in Europa und den Krieg gegen die Sowjetunion nicht gewollt. Genauso wenig. Haben Sie noch eine Frage, Herr Dr. Wallet? Damit wir jetzt nicht zu sehr Kuba und alles abschweifen, alles legitim, aber dass wir ein bisschen bei der Person bleiben. Ich wollte auf die historischen Details